Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute heißt es das letzte Mal Dreamhack Extra. Und ich habe einen speziellen Gast mit dabei. Macht einen riesen Trommelwirbel da draußen für Hades. Das war ein Trümmerbruch, Digga. Für alle, die Danny nicht kennen, mit einer meiner längsten Freunde tatsächlich hier im ganzen Streaming- und Gaming-Bereich. Und er hat mich damals sogar ziemlich weit nach oben befördert. Danny hat mich damals sehr hart gepusht, Real Talk. Aber weil er mich halt auch sehr, sehr gut aussehen fand. Jetzt habe ich halt keine Haare mehr. Ja, stimmt. Die Zeiten sind vorbei. Und Danny ist jemand, der ist halt einer der größten OGs, glaube ich, in der Gaming-History. Und hatte auch zum Beispiel immer... Alles gut? Ja, alles gut. Du magst es, wenn er dir da so ein bisschen reintritt, ne? Passiert lange nicht mehr. Ich dachte, dass ich da berührt worden. Scheiß auf, Danny ist einfach eine Legende. Danke, so, check die gerne aus. Danke. Erster Link in der Beschreibung. Worum es heute hier geht, es geht insgesamt um sehr, sehr viel Preisgeld. Es sind 132 Teams, die für das Dreamhack Extra qualifiziert sind. Die sind sehr, sehr schmackhaft. Und wir schauen da jetzt rein, die besten Spieler Europas. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Kuss. Der professionelle Boss. Oder? Nee. Wer der Favorit ist? Oh, ja. Also Benji kennst du ja auch noch, ne? Ja. Benji Fischi. Ja. Der ist ja immer noch sehr, 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 sehr krass. Und ich muss echt auch tatsächlich sagen, der ist sehr gut, aber mein Favorit für heute ist entweder das Team von Vidal, also von Aqua. Aqua kennst du ja? Aber er spielt halt mit den Jungs, die sind halt komplett crack. Also die sind so... Wenn du dachtest, so damals war ich oder Kam oder Isak, die sind so dieses 50-fache mehr. Die sind so, die machen keine Fehler. So ein Ding, sie machen keine Fehler. Und sie hacken nicht, das ist ja das Problem. Zeig vielleicht Noah Highlights. Der wird das hier alles sehen, Chat. Der braucht keine Noah Highlights, wenn er das hier gleich alles sieht. Oh, der Spanner. What? Er geht so klatsch. Er hat ihn geholt. Oh, Chat, heute wird gut, weil du bist noch so richtig, richtig euphorisch. Ich denke mir so in der Situation, ja, normal. Hey, das war aber sick, Bro. Es ist sehr, sehr sick, aber für mich ist es schon gefühlt normal. Aber ich sag dir so, wie es ist, mein Lieber. Das war gestört. Oh, stark. Das ist sehr, sehr stark. Oh, er kriegt selber noch einen heftigen Hit ab, ADN. Ja, die müssen jetzt zurück. Die können halt eigentlich ihre alten Builds alle lang gehen. Guck mal, du siehst es hier auch gerade. Sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja, noch sieht's gut aus, aber das ist die letzte Zone jetzt. 14 left. Weil sie müssen jetzt halt für Kill gehen über den Gegner. Die sind dead. Kein einziger Schuss connected, oh Gott. Komplett verloren, guck sie an hier. Was soll denn Matsui da alleine noch machen? Digga, so strong. Er spielt das so strong aus. Holy shit. Oh mein Gott, drei Leute einfach. Oh. Alter, ich bin erschrocken. Schafft er nicht. Er muss sie fighten, ja. Oh, die bunkern einfach, oder? Ja, die bunkern. Die haben dieses Splash Cannon, die bunkern komplett. Gottlos. Ja, was macht er da? Hä? Mein Gott. Hä? Oh! What? Oh mein Gott! Wie klingt das? Das waren zwei Teams. Ich dachte, das ist ein 2v1. Oh mein Gott. Das wäre Legend-Move gewesen. Das war echt sehr, sehr krass. Unsterblichkeit. Mein Gameplay wäre das. Ich würde es. Was? Das ist aber eine Kuh, Digga. Aber runter. Das ist aber eine Kuh. Das ist eine Must-So. Das ist aber eine mastige Kuh. Was ist das? Ich weiß auch nicht, was ist. Ist aber ein Safe? Das ist, glaube ich, ein Anzeigebug oder so. Was ist das? Doch, normal, das ist ein Item in Fortnite. Unlucky. Kurz Kartoffelschälen auf Krampf. Ja, easy. Fühl ich sehr den Call. Bisschen fein. Digga, redet da irgendwie. Ist mein Mikrofon an? Ja. Das Brett! Digga, du pustest einfach. Haben wir das gesehen? Guck hier. Heat crazy. Oh! So dumm. Du föhnst dich einfach eineinhalb Stunden lang. Ich bin sehr müde am Abend. Das sind wir doch alle. Ich bin richtig müde. Das sind wir doch alle nach dem Essen. So. Da würde ich sagen, hallo meine lieben Freunde. Darf man das überhaupt so sagen? Aber ich frage es einfach mal. Zwischen Veno, Tyson und Reason. Wer ist der Beste? Alle schreiben Tyson. Okay, krass. Weil dann, ich weiß halt einfach, okay, wenn Tyson mich jetzt abholt, ist er auf dem heutigen Stand so gut wie ich damals auf dem Stand. Wenn ihr wisst, was ich meine.
50 auf die dritte Zone und die nächste fängt an in 40 Sekunden. Oha, nice. Die Frage ist, kriegen die hier den High Ground? Also Chat, guck mal, die sind hier oben auf einem Hügel drauf. Die haben hier komplett High Ground. Die werden komplett alles wegstompen. Und sie geben hier ihren High Ground auf. Und es geht los total schon mit dem Jump. Gehen sie auf High? Ja. Sie gehen komplett oben drauf. Sie challengen das. Also oben drauf hat High. Das war komplett easy. Er geht hoch. Fällt wieder runter. Er hat High. Er hat komplett High und wir haben Lag. Perfekt. Aber das ist jetzt der Moment, ja. Eventuell sogar wieder den Win. Ich glaube, wenn sie einen Win holen, könnte das 400 Punkte sein. Können sie schaffen. Sie sind jetzt auf jeden Fall unter den vier letzten Teams. 381 Punkte. Styles ist down. Tyson setzt sich durch. Hier am Highground einfach am Sprain. 405! Sie haben die 400 Points. Oh mein Gott. Boah! Gott. Let's fucking go, 29 Punkte und 16 Kills. Die Jungs haben die Runde komplett durchrasiert und ich habe einfach darauf vertraut, dass du so, du guckst sie an, die sind im Highground, du bist so, okay, ey, die machen die Runde und dann war ich so, okay, ich vertraue dir einfach. What the hell? Die, fucking go. Die haben einfach 140 Punkte? Ey, das ist geistgestört. Wie viele Punkte haben die geholt? 120, 130 Punkte? 60 Win. Boah, ey, viel zu viel. Viel zu viel. Die haben mehr als 100 Punkte geholt. 60 Kills ist sehr, sehr krank. Kann man jetzt das Rhinoceros hat rasiert. Das Rhinoceros? Ja. Wer ist das Rhinoceros? Ja, Rezon. Oh Gott. Ja, das ist Rezon. Ja. Der Junge weiß, wie es abgeht. Und meine lieben Damen und Herren, wir gehen natürlich direkt in die Standings. Die haben fast 100 Punkte Vorsprung. Die haben einfach fast 100 Punkte Vorsprung. Ja, das ist geil. 95 Punkte Vorsprung. Wie viele Runden gibt es insgesamt? Was denn? Wie viele Runden gibt es insgesamt? 10.
Guck bei Aqua und Vidal, die sind eh wahrscheinlich in der gleichen Runde. Das ist natürlich das Aufeinandertreffen. Das ist halt das Wichtige. Diese beiden deutschsprachigen Trios, guck mal, ich erzähl's dir einmal ganz kurz, damit du das verstehst, diese Dramaturgie. Aqua war nicht in dem Trio. Es war Reason, Vidal und Noah. Das war das Trio. Sie haben auch alles gemacht. Wirklich alles. Die waren komplett krank, ja? Die wurden sogar Top 3 beim ersten FNCS. Beim zweiten FNCS wurden die Fünfter oder so, irgendwie sowas. Oder Sechster, ich weiß gar nicht mehr. Und dann, beim dritten FNCS, also was jetzt kommt, war dann einfach so plötzlich die Entscheidung, ja okay, dann jetzt mit Aqua. Aqua ist jetzt wieder zurück. Aqua ist jetzt einfach wieder am Start. Okay. Und dann haben sie, Reason wollte nicht mehr mit denen spielen oder so, sondern wollten mit Aqua spielen. Digga, und ich sag dir so, wie es ist, die beide Teams spielen immer noch übel, du siehst ja, übel krank. Also es ist halt geistgestört.